Oh. Er kommt. Was, er kommt? Ja, ich glaube auch. Zornig geht es alles immer besser. Okay. Ich glaube, das geht echt gut gerade. Danke, Freund. Was macht der hier? Ja, zerstören. Zerstören ist eine gute Sache. Okay, der hilft da hinten einiges. Ich freue mich immer, wenn ich den Finisher doch nochmal machen kann. Ich sehe gerade gar nichts einfach. So, den hätten wir auch noch. Ja, 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 halt auf die Schnauze. Wollte der enge Regen einen auch auf? Weil es da auch nochmal so blöde Sprüche geben müssen. Fliegt mal schön durch die Gegend. Welchen nehmen wir denn gerade? Lass mir doch auch mal was übrig. Boah, der macht sich hier alles um. Voll auf die Birne. Gut. Was ist? Willkommen in Ödlicht, Reiter. Von Krieger zu Krieger. Sag mal, wer bist du eigentlich? Ich bin Nathaniel. Ich kämpfte bei den Toren von Eden an deiner Seite. Ah, ja. Ohne deine Klingen wäre ich gestorben. Aber es grämt mich nicht, dass du dich nicht an mich erinnerst. Deine Gedanken waren an diesem Tag bei der Tötung der Nephilim. Du gehörst zur Höllenwache. Früher einmal. Doch jetzt bewache ich das Licht. Und den Archon. Wer auch immer das sein mag. Kristallturm. Doch etwas sagt mir, dass du nicht hier bist, um die Ausstrahlung meines Meisters zu rühmen. Was hat mich verraten? Oh, wir können handeln. Höllenwache. Ich habe andere Dinge zu erledigen. Beende wahrscheinlich das Gespräch. Höllenwache. Ich guck mal kurz, was wir handeln können. Ich habe alles, was ein Engel braucht. Hoffentlich auch ein Nephilim. Nicht so geil, aber trotzdem, naja, Inferno-Schaden und Durchschlagsschaden. Hier komischerweise zeigt er an, was nicht mehr vorhanden ist. Das ist ja merkwürdig. Unheilvolle Axt ist bla, unheilvoller Faustschild. Mal kurz gucken. Chance auf kritische Spezialfähigkeit. Na gut. Hier haben wir noch jede Menge anderen Kram. 100 Verteidigung, 100 Widerstand, 93 Gesundheitsregeneration. 93 Gesundheitsregeneration. What the fui. Eigentlich müssen wir das alleine schon wegen der Gesundheitsregeneration wieder nehmen. Kraft und Gesundheit geht runter, aber dafür nehmen wir mit. Das wird dir Komm. Dienen, wenn du dem Licht dienst. Ich diene auch nicht dem Licht. Was bist denn du für ein komischer Kerl? Gut, das ist jetzt alles nicht so der Oberhammer. Die Stiefel sind jetzt auch nicht so geil. Oh, hier haben wir schön viele Talismane. Gesundheit 116 Gesundheit, 42 Zorn Regeneration, Widerstand und 20 Magie, Krafterfahrung geht aber beides runter. Bin ich jetzt eher nicht so von überzeugt, vor allem da das Ding wie viel gekostet hat genau? 73.000. Zorn bei Exekution, Zornkosten, Magie. Okay, da ist mir das hier schon lieber, wenn wir überhaupt was kaufen, aber das bringt jetzt alles nicht so viel. Okay, ich gucke mir gerade nochmal die Sensen an. Wundervolle Sense des Infernos, ach ja. Wir können jetzt noch reden, wir können aber auch das Ding da hinten einfach mal mitnehmen, das geht auch. Der Himmel ist gegen dich. Nur gerade genug davon, dass du dir Sorgen machen musst. Okay. Gut, wir scheinen hier so eine Art... Ich frag mich, wo der Trainer ist. Wir scheinen hier so eine Art so eine Art Zwischenstation wieder gefunden zu haben. So wie damals dieser komische Bereich der Erschaffer. So ein Safe Haven sozusagen. Safe Haven, also ein sicherer Hafen. Ich frag den mal kurz hier noch ein bisschen aus. Du auch immer hier bist. Ich hoffe, du findest es. Der Schlüssel. Der Archon ist in dieser Richtung, Reiter. Vielleicht bin ich in anderer Angelegenheit hier. Wenn diese Angelegenheit dich zum Reich der Toten führt, dienst du dem Licht, um diese Schriftrolle zu überbringen. Ach. Oh, Nathaniels Schriftrolle. Ach, das sind die blauen Dinger. Welche Angelegenheit für dich in das Land der Leichname? Ich suche einen alten Freund, eine verlorene Seele. Welchen besseren Ort gibt es, um nach ihm zu suchen?
Okay, wir haben gerade einen Nebenquest bekommen. Zum Hof der Untoten, damit sie mir meine Frage beantworten. Okay, machen wir unbedingt. Finde den einen, der den Thron bewacht. Und wir gehen jetzt einfach mal. Wo gehen wir eigentlich hin? Wir gehen jetzt mal hier lang und ich gucke jetzt gleich mal, wie die sich dieser. Ach, da hinten ist eine Truhe, die nehme ich mir gerade mal noch mit. Weil, wieso nicht? Und ich muss natürlich sofort, wenn wir hier einen Trainer finden, alles trainieren, was er drinnen hat. Im Inventar sozusagen. Hoffentlich gibt es da noch einiges, was wir noch nicht kennen. Obwohl die letzte Trainerausbeute war ja nicht so besonders. Wo waren jetzt die Truhe? Da hinten ist sie. Ah, okay. Bis noch einmal um die Ecke rum. Und dann gehe ich gleich nochmal. Wir haben jetzt sowieso einen Nebenquest bekommen. Aber nachdem wir jetzt. Ich gucke eben gerade nochmal oben rein in den Turm. Und dann kümmern wir uns mal um diese Seiten des Buchs der Toten, diesen Schlüssel, den wir da gekriegt haben. Wir müssen eben nochmal zurück zu den. Hallo? Ah, scheiß drauf. Was ist denn das? Was seid ihr für komische Viecher? Also anscheinend nichts besonders Starkes. Okay. Da hinten steht irgendwas. Ach ja, da stehen noch zwei rum. Ach nee, einer ist es, der sich irgendwie toll fühlt. War ja eher Ludi. Okay, gut. Mal kurz mein Pferd. Weil mit Pferd lebt es sich unbeschwert. Schön, wie schnell das Ding ist. Das Ding ist gut, also das Pferd. Kann man da rein galoppieren? Ich glaube ja nicht. Nee. War irgendwie klar. Gut, dann gehen wir eben nochmal hoch. Wieso auch immer. Lass mir mal kurz das Ding hier anstupsen. Dann, wo ein Schlangenfoliant ist, da vermute ich wirklich auch ein Trainer. Ich meine, gehört sich irgendwie so. Hallo, hallo, hallo. Geht ja ziemlich weit hoch. Tja. Aber da sind wir schon wieder draußen. Ja, gut. Ach, schöne Aussicht. Und Sonnenuntergang. Oder Sonnenaufgang, ich habe keine Ahnung. Oh. Aber Verderben hat hier anscheinend auch seinen Platz. Ja gut, ich nehme mal die Truhe hier hinten mit. Und verderbte Engel. Aha. Ist ja nicht so schön. Ich glaube, da drüben wird es wohl dann so eine kleine... Ich wollte gerade sagen, schon Pipebomb. Kommt. Was? Was bist du für einer? Das sind eindeutig verderbte Engel. Sieht man an den Flügeln. Oh. Hätte ich mir eigentlich jetzt mehr erhofft von dem Treffer. Der war schon tot, schade eigentlich. Was macht ihr da? Okay, die hüppeln da hinten noch so ein bisschen rum. Dann können wir hier einfach mal in die Mulde reinhüppeln. Hüppel, hüppel. Ach, hier hinten, was ist denn da? Eine kleine Fährmannsmünze und wir müssen jetzt, glaube ich, einmal komplett rum oder irgendwie sowas, um die da hinten anzugreifen. Okay, gut. Ach nee, wir müssen hier lang. Oh, gut. Ach, und da ist auch die die Rohrbombe, ja. Da ist auch das gute alte Gewächs. Ja, hast du gut bemerkt. Was, Angriff? Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Hui! Was ist denn da von hinten, bitte? Ach ja. Ich nehme dich gerade mal mit Finisher. Lecker. Obwohl ich es immer noch witzig fand, wie er damals in Teil 1 immer die Flügel abgerissen hat. Der gute alte Krieg. Das war doch Zeiten. Ach ja. Kann ich da oben ran? Nein, kann ich natürlich nicht. Was soll denn das? Soll ich hier vielleicht mit Seelenteiler vorgehen? Mir vielleicht die Bombe dann zuwerfen oder was? Oder muss ich da einmal komplett rundherum laufen? Das kann natürlich auch sein. Ja, das sieht ganz so aus, als wäre das hier ein Rondell. Man müsste dann einfach einmal rundherum laufen. Gut. Ist zwar ein bisschen Arbeit. Oh, man macht es ja gerne. Nimm das Ding her. Und wir kommen hier sicher nicht durch. War leider klar. Was können wir denn damit machen? Ich muss doch hier irgendwie... das irgendwo hinwerfen können. Ah, schöne, schöne Aussicht hier.
Ciao. 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 Tja, nun, also kann es da nicht irgendwo hinwerfen und wir nehmen uns das denn mit? Nee. Das geht sofort in die Luft. Tja, gut. Aua, ich habe schon wieder das Falsche gedrückt. Todesgriff? Tja. Wir können ja auch nicht an der Wand lang klettern mit einer Hand. Was ich irgendwie blöd finde. Wir können... Was ist das Ding da eigentlich oben? Ich frage mich immer, diese komischen Kugeln da oben. Was soll das sein? Hm. Gut, da müssen wir wohl noch irgendwo anders irgendwas anderes finden. Auch nicht schlecht. Ich frage mich nur, was... Also weiter kommen wir so erstmal nicht.